Leichter Wundbrand auf Quaden, das ist wiederum schlecht. Ich direkt da vorne bei dem Moloch ist noch schlechter. Ja, was ich zu den Wunden sagen wollte. Mit den Wunden ist es so, ein Charakter oder ein Gegner. Nein, Morphostacheln wollte ich eigentlich nicht. Sobald ein Charakter oder ein Gegner, ja, Sanyasa! Weiche! 5 Wunden eingesteckt hat, stirbt er eigentlich. Also ist er erledigt. Deswegen kann man zum Beispiel übermächtige Gegner. Das war Öl. Und da verschwindet er schon wieder. Also so kann man zum Beispiel übermächtige Gegner wie Oger ziemlich schnell töten, indem man ihnen einfach schnell genug Wunden zufügt. Was? Virus sollte mal Guano etwas heilen. Ja. Grimm kann gleich auf die da hinten losgehen. Ich wieder ein gezielter Schuss. Was? Und Guano wieder auf den hier. So. So. Eigentlich kommen wir ziemlich gut durch damit gegen den Krakenmoloch bis jetzt. Ja. Die Morphos auch wieder erledigen und ich glaube, dann kommen noch einmal Morphos und dann war es das eigentlich gegen den Krakenmoloch. Ja. Quano ist schon wieder vergiftet und Volgrim bräuchte mal eine Heilung. Aber erstmal das Gift von Quano weg. Dann bei Volgrim heilen. Dann weg mit mir wieder vom Krakenmoloch. Und einfach auf ihn drauf schießen. Ja, das Angreifen seiner Tentakeln schadet auch ihm selber, also dem, den 200 Lebenspunkten des Molochs. Deswegen können Quano und Volgrim ruhig auf die Tentakeln draufhauen. So, ich gebe noch mal einen Fulminictus hinterher. Dann dürfte eigentlich kurz vor besiegt, dürfte eigentlich gleich wieder gehen. 25 Lebenspunkte und da ist er besiegt. Verzeiht, meine Liebe, aber für einen Anhänger des Fußgottes wäre es einfach unverzeihlich, dem nicht nachzugehen. Meint ihr etwa dieses Holzbein? Wartet! Das hier sieht ungewöhnlich aus. Als wäre es ein Bruchstück von irgendetwas. Wir sollten es vielleicht besser aufheben. Ja. Wir haben Stufe 4 erreicht jetzt durch den Kampf. Und wie man in der Zwischensequenz schon gesehen hat, ist der dicke Zollleiter jetzt in den Schlund seines eigenen Lieblings reingefallen und dadurch gefressen worden und gestorben. Oh, was haben wir da? Stahlknieschützer. Wir haben auch Zeug im Inventar. Hat Volgrim schon was an den Knien? Nein, er hat noch keine Beinschienen. Dann hat er jetzt welche, die kann er gut vertragen. Ja, er hat sich selber an sein Tierchen verfüttert.
Und ja, sein Tierchen hat sich danach umgebracht. Tolle Ironie. Was? Morphusse kann man häuten. Was kommt denn dabei raus? Mal gucken. Ah, auf jeden Fall kommt ein Fehlschlag dabei raus. Noch ein Fehlschlag. Lassen wir Feieres mal die Morphusse häuten. Ah, kommen noch mehr Morphus-Stacheln raus. Hey, die sind eigentlich ganz nützlich, soweit ich weiß. Jedenfalls für mich. Feieres, du hast Morphus-Stacheln. Die können nämlich, glaube ich... Ja, die können mit einer Armbrust verschossen. Nein, die sollst du nicht anlegen. Die sollst du mir geben. Können mit einer Armbrust verschossen werden. Was ich sehr praktisch finde. Fehlschlag. Aber sicher. Ja, tut mir leid, dass das jetzt hier sein muss, aber wenn ich schon mit deiner Armbrust rumhantiere als Geode, ich mach das schon. Sollte ich auch die natürlichen Sachen nutzen. So. Gänsefeder und rostige Nägel. Der Krakenmaulloch, der hat glaube ich nichts mehr. Nein. So, jetzt mache ich mal kurz Inventarmanagement. Pfeile zu ihr, Fellfetzen zu mir, Gänsefedern, das ist Schmiedezeug. Bei den anderen Charakteren aus meiner Gruppe mache ich das immer so. Die Gebrauchsgegenstände, also sowas wie jetzt die Schleifsteine und der Einbeersaft. Von dem Einbeersaft könnte Quado auch was vertragen, eigentlich. So gesehen. Ja, mit Shift halt mal auf. 3 Stück an Quano. 3 Stück an Forgrim. Offensiver Kampfstil wieder hier runter. Ja. Ja, das muss jetzt kurz sein. Das Management. Stacheln zu mir. Schleifsteine hat Forgrim 5, er hat. Dann gib mal weitere 5 an Forgrim ab. Schleifsteine sind auch immer sehr nützlich. Weil eigentlich Haarnadeln und Dietriche gehen von Feieres an ihn. Fellfetzen an mich, die kann ich verkaufen. So, Pfeile hat sie noch genug. Noch mehr Stacheln. Lederbänder und Federn sind Materialien. Salbenfett an sie. Noch mehr Schleifsteine. Kein Formkrim, kein Formkrim kriegen. Wolfsrattenschwanz ist zu verkaufen. Die Lederarmschienen. So Gegenstände, die noch nützlich sind. Also zum Beispiel Lederarmschienen, Langschild. Das packe ich jetzt mal zu Formkrim, weil der am meisten tragen kann. Das ist eigentlich mit dem Brett. Brett mit Nägeln, na, das kann verkauft werden. Die Rattenschwänze, die Ladeliste. Ah ja, hier stehen die ganzen Schiffe drauf, die auf dem Fluss entlang fahren. Für die Piraten sehr interessant. Die Salina hat keine Information, die Seebraut, da gibt es nur Adlige drauf, also Finger weg. Das hier ist ein Erztransportschiff, das ist uninteressant. Die Elana hingegen ist interessant, weil die Luxusgüter bis Ferdok transportiert. Lohnt sich also, ja. Sieht man wirklich, das ist die Stern von Havena, ist ein Passagierschiff, pendelt zwischen Ferdok und Havena. Ja, die Stern von Ferdok, das ist das Schiff, mit dem wir in Nadoret angekommen sind, von Kapitän Albers. Könnte sich lohnen. Naja, es wirklich gelohnt hat sich's für sie damals nicht, als wir sie niedergeschlagen haben. Ein gräfliches Zollschiff.
Achtung, kein Ärger, kommt in 2 Tagen durch. Ja. Die Adelgund. Die transportiert Bier, also für die Piraten eigentlich gar nicht mal so interessant. Das ist ein Frachtschiff. Oh ja, Nicebeck, die werden wir auch im ersten Teil, von denen werden wir auch im ersten Teil wieder hören. Das hier ist eine Entführungsgeschichte, also sogar mit Entführungen schlagen wir sich rum. Und dann noch die Talaria, unser Schiff, also das von Dibrak. Hat merkwürdige Passagiere an Bord. Damit sind wohl wir gemeint. Und wir sollen ihn im Auge behalten werden. Okay, das kann eigentlich auch verkauft werden. Diamantstaub ist für den Schmied, rostige Nägel auch. Zersplitterte Bolzen, das kann, glaube ich, sie. Knochen. Das ist ein guter Ersatz für Kugeln. Ah, das hebe ich mal auf für den Fall, dass wir... sag's mir. Für den Fall, dass wir... dass ich mir doch eine Arbaleste vielleicht kaufe. Geschosskugelsplitter gehen an den Speed. Ein Topfhelm. Wie sehe ich mit Topfhelm aus? Naja. Besser als nix. Ja. Feier ist da... Nein, zieh dir wieder. Das war jetzt nicht absichtlich. Dann kriegt Koano halt diese Google aufgesetzt. Ein Buckler, der kann verkauft werden eigentlich. Und zerfochte Pfeile gehen auch an Feieres. So. Ja. Naja, dann kannst du ja mal aufteilen. 5 Schleifsteine an Guano abgeben. So. Ja. Das ist zum Verkaufen. Alles andere liegt da, wo es hingehört. So ungefähr. Ah, der Zaubertrank. Der kommt hierhin für Notfälle, sobald wir mal wieder hier unten etwas mehr Platz haben. Aber ansonsten. Ja. Gut. Schnappen wir uns die Gruppe und dann raus hier. Ich sehe komisch aus mit dem Topfhelm. Na egal. So, dann gleich zur Ardo zurück. Weil der Zollkommandant hat ja etwas gesagt, dass sich einer von Kaltensteins Leuten um unser Schiff kümmern will. Was nicht so gut wäre. Aber vorher holen wir uns das Ulmholz aus dem leeren Baumstamm hier. Oh, Wirselkräuter und Einbeeren. Jetzt sind wir wenigstens aus der Festung raus und haben wieder den schönen Anblick vor uns. Wir sollten uns beeilen, zum Schiff zu kommen. Wenn der Kommandant die Wahrheit gesagt hat und Kaltensteins Mann... Kabaxan Draxin! Wenn Sie Ardo auch nur ein Haar gekrümmt haben, dann wird es Ihnen leid tun. Na dann ab zum Schiff, und zwar ganz schnell. Ja, im Bär, das Wirselkraut, dann lassen wir jetzt erstmal. Vielleicht finden wir in dem Gebiet der Elfen noch mehr davon.